Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich bin Flex, freut mich wie immer sehr, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's in der großen Stadt, und ich habe mir überlegt, dass wir doch nochmal eine Tour zu Fuß machen, und zwar zum großen Supermarkt. Denn jetzt weiß ich auch genau, wo der ist. Kam von euch in die Kommentare die Wegbeschreibung rein. Ist der zweite Platz, den ich im Kopf hatte. Ich war ja, wie gesagt, nicht mehr ganz sicher. Deswegen haben wir letzten beiden Folgen hier gesucht, ein bisschen westlich, aber liegt doch hier unten im Süden. Sollten wir aber ganz gut hinkommen, und deswegen machen wir das auch zu Fuß, bevor wir uns dann auf den Weg machen mit unserem Auto zurück, langsam auf die Heimreise. Wir haben ja Zeit, uns hetzt keiner. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, und im großen Supermarkt haben wir gute Chancen. Na, was gibt's hier zu gucken? Im großen Supermarkt haben wir gute Chancen, dass wir vielleicht noch ein paar Kerzen finden können. Und dann können wir uns morgen zum Sonntag gemütlich auf den Weg zurück nach Hause machen, würde ich sagen. Bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, müssen wir uns noch ein bisschen stärken. Wir werden was von dem Gänsefleisch futtern, denn da kam von euch in den Kommentaren auch die Frage rein. Das ist ja schon geräuchert. Kann man das nicht direkt essen? Muss man das wirklich noch auf den Grill schmeißen? Oder kann man es direkt essen? Und ich schätze, man kann es wahrscheinlich auch direkt essen. Wir machen einfach mal Geschmack prüfen. Er sagt geräuchertes Gänsefleisch roh. Aber es ist auch geräuchert. Wieso ist denn das jetzt roh? Wir essen mal. Mal sehen, was er sagt. Er isst es, ohne sich zu beschweren. Wahrscheinlich steht da roh immer dabei. Noch, das Spiel ist ja noch ein Early Access Spiel. Steht bei allen möglichen Sachen, die man auch auf dem Grill schmeißt, steht immer roh dabei. Wir haben es gegessen. Und wir essen es nochmal. Wir essen alles auf. Keine Übelkeit, kein nichts. Das ist wunderbar. Das kann man also auch direkt so essen. Man muss das nicht grillen. Man kann das Gänsefleisch hier aus dem Restaurant also auch direkt so super essen. Ist schon geräuchert. Ich habe das nicht gelesen beim ersten Mal. Alles klar, haben wir das auch nochmal rausgefunden und uns gleich noch ein bisschen gestärkt. Jetzt geht's los. Pfeile habe ich noch ein paar gemacht. Ansonsten habe ich auch das Katana repariert und unsere ganze Ausrüstung genäht. Die hatten schon ein bisschen gelitten von den ganzen Zombie-Watschen. Ziehen wir los. Zugezogen ist es auch schon wieder. Natürlich passend zum Folgenstart. Aber davon lassen wir uns ja nicht aufhalten. Los geht's, wir müssen wie gesagt nach Süden raus. Hier die Straße runter. Dann hinten am Restaurant vorbei. Irgendwie hier über die Höfe hinten raus. Durch den Kanal. Da kommt irgendwie auch nochmal so ein Schulgelände. Und da kommen wir ja so ein bisschen raus Richtung Parkanlagen und so. Und von da aus müssen wir eigentlich nur ein Stück. Ja, durch den Wald können wir sogar ein Stück schleichen. Und dann sollten wir den Supermarkt irgendwo sehen können. Jetzt gucken wir erstmal, was wir hier die Augen offen halten nach unseren Zombie-Horden. Und hört's doch schon wieder überall. Gerade zum Ende der letzten Folge war es richtig gut, wo wir plötzlich umzingelt worden sind. Da wurde es nochmal richtig knapp. Und dass wir noch einen Zombie zu Hause in der Basis stehen hatten. Da habe ich übrigens zugemacht hier vorne an der Ecke. Das kleine Stück vor dem Schaufenster. Das Stück Wand habe ich da offscreen mal hingestellt, das kleine Stück Wand. Damit uns da keiner mehr überraschen kann, wenn wir nach Hause kommen. Wenn wir auf der Flucht sind, da schleichen sie auch schon wieder überall rum. Vielleicht soll. Oh Gott, da vorne auch. Vielleicht sollten wir ja, vielleicht sollten wir ein paar von denen loswerden. Die locken die sowieso gleich an. Oh, super. Natürlich gleich drei angelockt. Jetzt mit drei von denen nicht so flotten. Nur jetzt rückwärts nicht in unsere eigene Stacheldrahtbarrikade laufen. Oder irgendwo hängen bleiben. Au, da haben wir uns gleich schon wieder eine richtig böse Watsche. Schon wieder gleich auf 88% runter. Aber nur ein C1-Kratzer. Okay. Autsch. Fängt schon wieder gut an, der Ausflug zum Supermarkt. Naja, ein paar neue Pfeile habe ich jetzt auch hergestellt. Am besten stellen wir uns euch gleich noch ein paar her. Wo er übrigens schon wieder unser Katana-Neurotiker die ganze Zeit das Katana genommen hat. Ich habe nicht drauf geachtet, aber ihr habt drauf geachtet. Im Inventar kann man das sehen. Das ist dann rot unterlegt. Das heißt, das ist das Werkzeug, was er aktuell benutzt. Da ist noch einer auf dem Hof. Na, dann komm rüber. Hier ist schon wieder richtig was los. Jetzt kommt die Sonne mal wieder ein bisschen raus. Dann sieht man so etwas besser, die Zombies. So, und schleichen wir nochmal hier hinten kurz rüber und nehmen uns noch ein bisschen Kleinholz am besten gleich mit. Falls denn die auch schon wieder alles voller Zombie-Horden ist. Das macht einfach so einen Spaß. Das ist genauso, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt, genauso wie es sein soll, wenn man hier unterwegs ist in der großen Stadt. Deswegen gehen wir jetzt auch nochmal zu Fuß los, bevor wir dann mit dem Auto unsere Heimreise langsam antreten. Nochmal Tankstelle dann vorbeifahren. Und auf dem Weg nach Hause sowieso noch mal ein paar Zwischenstopps machen. Dann alles ganz gemütlich am Sonntag und heute noch mal kleiner Ausflug. Oh, es hat auch schon wieder einer gehört. Na, da kommt er rum. Na, komm her. Katana ist frisch repariert, extra für euch.
Wie viele Zombies jetzt schon wieder zerschnetzelt? So, Messer raus. Hier erstmal den langen Stock, auf jeden Fall in kleine Stöcke. Und jetzt gleich gucken, wir können das auch gar nicht abwählen, das Katana irgendwie. Also normal soll man, kann man das schon abwählen. Ne, aber wie ist irgendwie gerade bei uns ein bisschen, schon wieder ein bisschen buggy. Deswegen müssen wir es auf den Boden legen, damit das auf jeden Fall nicht nimmt. Wir müssen es ihm also quasi wegnehmen, damit er seine Neurose in den Griff kriegt und das nicht benutzt, so Handwerk wollten wir hier. Jetzt gehe ich hier auf Pfeile. Jetzt noch das Messer angezeigt. Wenn ich jetzt aber auf Herstellen gehe, zack, stopp, brich ab, nimmt auf einmal das Katana. Und jetzt kann ich hier auch gar nicht mehr unser Messer auswählen. Ich kann es nur weglegen. Nehmen wir aber wieder eine Hand. Und deswegen, ich muss jetzt hier das Katana wegschmeißen auf den Boden. Dann nimmt er erst das Messer. Und jetzt nehmen wir das Messer zum Herstellen von den Holzpfeilen. Er kann einfach nicht ohne das Katana. Er nimmt das ja, wenn, wie gesagt, wenn man nicht aufpassen für alles. Ist ja gnadenlos. So, sehr schön. Nochmal ein paar einfache Holzpfeile aufgefüllt. Katana kannst du jetzt wieder haben. Jetzt haben wir hier 12, da 8 von den Metallpfeilen. 10, ja, das reicht erstmal. Wenn nicht, können wir uns ja schnell wieder irgendwo was klein schneiden. Oh, langsam, langsam, da liegt ja noch was. Oder? Ach nee, doch nicht. Okay, wieder zurück auf die Straße. Vielleicht gucken wir gleich nochmal in unser Restaurant rein. Und dann machen wir morgen auch zum Abschied dann unser Abschiedsfeuerwerk hier. So, wieder rüber. Da ist doch schon wieder einer. So, da hinten schlurft auf jeden Fall noch einer auf der Straße rum. Wir werden natürlich auch weiter mit unserem Bogen ein bisschen arbeiten hier. Viel fehlt ja nicht mehr, damit wir Bogenmeister sind. Auch so gut. Hier kommen gleich wieder die Piepse am Waffengeschäft, ne? So guten Sprengzombies, da piepst es schon. Einer für dich. Zwei für dich. So, jetzt wenn wir jetzt hier rübergehen über den Marktplatz ein Stück oder am besten gleich hinten durch die kleinen Gassen hier durch zum Kanal und dann in der Richtung so schräg rüber müsste dann definitiv der Supermarkt sein. Dieser kam von euch aber auch die Beschreibung jetzt rein. Die auch geschrieben, der zweite Spot ist der richtige. Also Richtung Süden. Na, Schlurfi. Wir wollen noch mal kurz zu unserem Brunnen. Da ist auch richtig was los schon wieder. Ist überall richtig was los in der Stadt. So. Ja, haben wir heute mal an zwei Tagen vom Wochenende etwas mehr Abenteuer hier. Da ist doch schon unser Brunnen, da wollen wir hin. Da bist du, weg mit dir. Und da ist noch einer. Auch gleich erwischt. Noch einer? Nee. Wir haben ja gesehen, letzte Folge, wie ich immer sage, wie schnell das gehen kann. Oh. Und da hat man auch gesehen, ich sage das nicht umsonst. Da vorne sind noch zwei. Gerade auf so Plätzen, wo sie von mehreren Seiten kommen können hier. Müssen wir richtig aufpassen. Da am besten lieber schon mal ein bisschen was auf die Distanz wegräumen. Hinten ist. Ah ne, wo ist er? Jetzt habe ich schön die Hydranten im Visier. Wo ist denn hingeflogen? Da bist du hingeflogen. Gib mal unseren Pfeil zurück. Und am besten immer schon mal ein bisschen die Augen offen halten, wo wir hinflüchten können. Da kam ja auch schon mal die Idee rein, Türme außerhalb aufzustellen einfach. Hier wäre zum Beispiel auch so ein Platz. Könnte man sich direkt hier einen Turm aufstellen. Kommt man erstmal auf dem Marktplatz rum. Klettert als allererstes mal auf seinen Turm. Und räumt hier so ein bisschen auf. Aus der Sicherheit. So, jetzt holen wir was zu trinken. Natürlich super. Und ich glaube, wir wollen eher da hinten durchschleichen. Bisschen durch die Hofeinfahrt da. Anstatt hier vorne weiter. Schleicht schon wieder einer. Schleichen einfach überall rum. Na, du? Sieht einfach der gestreiften Kutte, wo ich erst dachte, das ist ja die Spezialgefängnis-Uniform von denen, die da extra eingesperrt sind, aber ist nix. So. Den aber auch gut erwischt. Kleine Apotheke. Ich guck einmal nur kurz die Regale hier und einmal hier die beiden. Oh! Hat doch schon wieder einer gehört. Haben schon wieder zwei gehört. Na komm rein.
Ja, wir haben geöffnet. Komm rein. Ah, wie? Keine Maske? Raus mit dir. So. Oh, der hat meine Hüfttasche um, der Zombie. Aber gut, die kann man ja nicht benutzen. So. Genau, und hier müssen wir auch. Das ist eigentlich eine Schule. Hier hinten auch nochmal. Wie gesagt, wir müssen an einer Schule vorbei, auf jeden Fall auch nochmal. Gymnasium steht da, glaube ich, dran. Da waren wir noch nie, oder? Waren wir schon mal hier? Ich kenne nur die anderen. Einfach, also die anderen Schulgebäude. Da in der Stadt das andere Schulgebäude kennen wir, aber da waren wir noch nie hier hinten. Komm mal her. Weil irgendwie hat gesagt, da in der Nähe gibt es auch noch Militärloot. Und das war die andere Schule halt gemeint, die ich kenne, die ging, wo der große, wo halt auch die große Sporthalle ging. Der ist ja richtig weggerutscht. Wo auch die große Sporthalle gegenüber ist. Da gibt es ja auf jeden Fall Militärloot. Aber auch jede Menge Sprengzombies. So, der hängt jetzt erstmal dort im Kanal und macht die ganze Zeit Krach. Vielleicht können wir ihn irgendwie erwischen. Damit er uns nicht so nervös macht, den können wir doch erwischen. Zack, Flitzer. Weg, Beste. Oh, da würde ich jetzt aber auch gerne irgendwie einmal zumindest mal einen Blick reinwerfen. Aber wenn da auch so viele Spinde vielleicht rumstehen, hat man ja ganz gute Chancen. Da auch noch ein paar nette Sachen zu finden. Oder kann man da überhaupt rein? Kann man. Okay. Oh, hier sind ganz viele Holzkisten drin. Ist das schon das ganz. Gibt's hier schon das gute Loot? Direkt hier? Wie gesagt, auf jeden Fall kamen in die Kommentare rein, in einer von den Schulen stehen auch viele Holzkisten rum. Vielleicht war auch dieses Gymnasium hier gemeint und nicht die andere Schule. Den haben wir auch sehr gut erwischt. Wie der da sitzt. Da hinten schläft auch noch einer. Ich hab dich gesehen. Liegt in jedem Raum liegt hier einer rum. So viel zur Supermarkt-Tour. Was war ganz woanders? Aber egal, die waren wir auch noch nie drin. Müssen wir einmal durchgucken. Was liegt denn da? Guck mal hier, diese besondere, besonders gefärbte, die nehmen wir mal mit, auf jeden Fall. Objektiv nicht. Wer weiß, was wir hier noch finden? Weihnachtsdeko? Von der letzten Schulfeier noch hier? Oder vielleicht noch ein paar Militärlootkisten? Okay, hier ist erstmal ein paar Räume zugemauert. Da wird hartnäckig nachgesessen. So, hier ist nix. Da geht's nach draußen, würde ich sagen. Ja, mal Tür wieder zu. Dass noch irgendwer reinkommt, den wir hier nicht haben wollen. Noch einer von unseren Pfeilen. Haben wir hier reingucken? Nee, haben wir nicht. Nochmal ein Objektiv. Okay. Schlösser, jede Menge. Schmeiß das raus. Ja, dann lass es liegen. Oh, Moment. Glas. Nimm das mit. Ich glaube, es ist doch schon. Moin. Ich glaube, es ist nicht nur bewölkt. Ich glaube, es ist auch schon langsam wieder spät. Ich anfange uns ein bisschen zu beeilen auf unserer Tour. Ah, hier kann man nicht reingucken. Doch. Ah, Nägel nicht unbedingt. Oder vielleicht Angelzubehör? Eine Angel oder sowas haben wir auch schon mal in der anderen Schule gefunden. Nee, hier tatsächlich. Militärloot. Vorbei. Aha. Zumindest ein bisschen was.
Ist ja cool. Und hier gibt es nicht mal Sprenger. Ha! Wie cool, das wusste ich gar nicht. Vielleicht finden wir hier noch unseren Köcher. Das wäre natürlich super. Sind wir ganz woanders jetzt? Es wird wirklich schon spät. Bald die Zikaden einsetzen hier. Ist Dämmerungszeit. So, der hat noch ein bisschen Garn dabei. Moment, das können wir aber benutzen. Wenn wir daraus eine frische Garnrolle machen, ist die ja wieder bei 100%. Ne? Machen wir gleich noch einen Zombie klein. Machen uns gleich noch eine Garnrolle fertig. Du hast keinen Pfeil dabei. Erstmal die Tür zu, dass hier gerade einer reingeflitzt kommt hier. Wie viele hier auch drin lagen. Ah, wie gut es auch mit Pfeil und Bogen geht in Gebäuden. Solange die Zombies nicht zu nah ran stürmen oder die es zu eng wird. So. Na? Na, nö, das haben wir ja schon. Oh, eine coole MP5 Weapon-Radio, so eine Schiene für Aufsätze, nehmen wir auf jeden Fall mit. Bisschen Munition. Schachtel nehmen wir ja auch immer mit, auch wenn wir eigentlich gar keine Waffen wirklich brauchen, außer unseren Bogen. Das ist schon unsere ultimative Waffe hier. Du hast noch einen Pfeil im Kopf. Gib den her. So. Das ist natürlich cool. Eine Desert Eagle Taschenlampe! Das ist die, mit der wir uns eine improvisierte bauen können. Endlich können wir es ausprobieren. Wenn wir, Klebeband haben wir ja. Und Klebeband finden wir auf jeden Fall jetzt auch noch. Irgendwo hier auf dem Weg. Oder auch spätestens im Supermarkt. Aber auf dem Weg schon in irgendeinem Autowrack oder so. Dann können wir es gleich ausprobieren. Ob man sich nicht eine Taschenlampe doch auch an den Bogen machen kann. Weil die kann man ja überall ranmachen, eigentlich, diese improvisierte Taschenlampe. Die kann man an alle Waffen ranmachen. Ohne abgesägte Schrotflinte. In absolut schrottigem Zustand. Bleibst mal hier. So, noch ein paar Chancen auf unseren Köcher. Das wäre so cool. Obwohl ich auch schon nur im Airdrop bis jetzt gefunden von euch auch. Aber den muss man auch so finden können. Und in Zweite Weltkriegsbunker habt ihr auch geschrieben, habt ihr auch welche gefunden. M1911. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. So. Pfeilbereit. Aber das ist natürlich cool. Du lebst doch noch. Genau dran vorbei am Ohr gesemmelt. Ganz knapp dran vorbeigezischt. Gucken, dass hier nicht schon wieder lauter neue gespawnt sind. Ganz sicher jetzt hier. Oh, sehr schön. Können wir die alle durchsuchen? Okay, so viel zur Tour zum Supermarkt. Ich bin wieder mal. Es ist wieder mal passiert. Die Ablenkung hat wieder zugeschlagen. Aber man muss ja hier auch durchgucken. Also coole Spots findet. Oh ja, den brauchen wir beim nächsten Mal, wenn wir ins Schneebiom gehen. Das wäre mein Multiplayer-Outfit, habe ich schon mal gesagt. Auf irgendeinem PvP-Server, aber. Das Ding hier. Den Wärmer. Dazu Gummistiefel. Und eine Weihnachtsmannmütze und sonst nichts. Zwei Holzspeere. Das wäre mein absolutes PvP-Berserker-Outfit. Da würde sich gar keiner, mit mir würde sich dann gar keiner anlegen wollen. Vor allem, was wollen sie looten? Nackten Mann mit zwei Holzspeeren und seinen Gummistiefeln? Das wär's. So würde ich losziehen. Ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn einem so einer entgegenkommt. Da schießt man doch auch nicht. Oh, guck mal hier tatsächlich. Ha! Zumindest ein bisschen was, was Angelzubehör angeht. Hier kommen, die sehen doch noch ganz gut aus. Die nehmen wir mal mit. Die sind nicht so abgenudelt. Können wir uns auch mal wieder ein bisschen frisch machen, die Klamotten auch. Hier liegt keiner drin. Hier ist wieder zugemauert.
Ha! Wupp, wupp. Das ging gleich richtig schnell. So, hier kommt man natürlich auch nochmal durch. Da müssen wir uns ein bisschen beeilen, dass wir es noch bis zum Supermarkt schaffen. Wenn nicht, müssen wir doch nochmal noch eine Folge mehr dann machen. Aber naja, wie gesagt, es ist auch nicht schlimm, uns hetzt ja keiner. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir zurück müssen in unser Winterbiom. Und so finden wir noch ein paar schöne Sachen. Jetzt haben wir jedes Mal irgendwelche besonderen Schätze gefunden. Oder besondere Plätze nochmal. Wollhandschuh. Nehmen wir mit. Für den Winter. So. Komm, und irgendeiner hat jetzt hier auch noch die super Angelrute versteckt. Bleiplatten nehmen wir auch nochmal mit. Spitfire-Jacke in blau. Nö. Die brauchen wir nicht. Anglerhüte haben wir schon viele, viele gesammelt. Diese Mützen sind nicht schön. Nochmal ein Nähset. Bisschen abgenudelt, aber trotzdem. So, unsere Pfeile. Was war hier? Und, oh, guck mal. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil wir haben, glaube ich, keine mehr in Reserve. Nur für den Fall. Streichhölzer nehmen wir auch mit. Ist zwar nicht die beste Hüfttasche, aber falls uns mal was passiert und wir die super killt Hüfttasche verlieren, dass wir überhaupt eine Hüfttasche haben. Die kommt auf jeden Fall mit. Und da müssen wir auch ein bisschen Platz in den Taschen lassen für Sachen aus dem Supermarkt. Vielleicht finden wir da auch noch wirklich ein bisschen Weihnachtsdeko dann. Jetzt kam ja noch ein kleiner Hotfix jetzt raus. So, das war das. Hier hatten wir geguckt. Hier hatten wir geguckt. Alles klar, wieder raus zur Tür. Gibt es auch eine Hintertür? Gibt auch eine Hintertür. So, raus hier in die Dämmerung langsam. So, und jetzt will ich eigentlich hier hinten weiter raus. Würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, das sieht schon ganz gut aus hier. Da schlurft auf jeden Fall einer und irgendwo hier schlurft noch einer. Hab dich. Oh, jetzt kommt nochmal richtig Atmosphäre auf mit der Abendstimmung hier. Komm her. Macht's aber auch ein bisschen gefährlicher. Besonders für den Rückweg. Dann. Aber ja, es geht. Es ist auch wieder noch. Ist auch bewölkt. Aber trotzdem. Ist auch schon wieder abends. So, komm her. Habe ich auch geschrieben, die Stadttouren sind einfach super. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass es nicht nachher irgendwie doch zu langweilig wird. Nicht, weil hier nicht genug passiert, aber weil man es halt drei Folgen nacheinander macht, sozusagen. Aber. Nee. Nee. Wird's nicht. Also mir nicht und euch zum Glück auch nicht. Mir sowieso nicht. Und ich habe auch mal gesagt, es ist ja auch wichtig, dass der spielt, muss ja das machen, was worauf er so also quasi, ich muss ja das machen, worauf ich am meisten Lust habe, einfach. Weil nur dann kann ich es mit dem entsprechenden Spaß präsentieren. So. Ich glaube, wir werden einfach mal hier über den Friedhof abkürzen. Weil der Baukran da drüben sieht doch. Oh, der hat uns gehört. Der Baukran, das sieht doch ganz gut aus. Da wollen wir erstmal drauf zu, in die Richtung. Ich meine, jetzt hier raus sind wir richtig. Ja, sind wir auch. Jetzt sind wir richtig. Das ist der zweite Platz, den ich auch im Kopf hatte. Wieder, der hat auch geschrieben, das ist der richtige Platz. Ich glaube, den sind wir losgeworden da hinten. Hier drüben raus. Oh, 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 oh. Komm her. So, eigentlich, ja, zu viele Zombies hier. Oh, warte, wir kommen hier. Wir müssen doch ein Stück weiter nach da noch.
Ich glaube, wir sind hier gar nicht allzu weit weg von der Autowerkstatt, die da oben ist. Gehen erstmal ein Stück zurück. Ja, hier müssen wir mehr. Jap. Ich sag gerade, hier steht ein Dings, ein funktionierendes Fahrzeug. Für eine Sekunde aus dem Augenwinkel. So, und ich glaube, hier können wir ein bisschen raus aus der Stadt jetzt. Ist auch ganz gut, gerade zum Abend. So. Oh, da ist noch einer gehört. Na, wo kommst du? Da kommt einer. Es wird auf einmal richtig laut hier, der Wind. Es wird stürmisch. Oh, da drüben. Da ist er. Da ist er, da ist er. Ich wäre schon beinahe zu weit gelaufen. Da ist der große Supermarkt. Alles klar. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Das Gefühl, der Ingame-Sound ist plötzlich richtig, richtig laut hier. Zum einen ist der Wind auf einmal plötzlich richtig laut und die Zikaden legen auch noch mal richtig los. So, da haben wir ihn. Tadam. Der große Supermarkt. Ich habe mir nur Sorgen für den Rückweg. Obwohl, wenn man jetzt so guckt, ja, es geht noch, es geht noch. Müssen ein paar mit Licht noch aufpassen. Sonst wird das echt gefährlich. Es sei denn, wir können so Taschenlampe an den Bogen machen, dann könnte es gehen. Apropos Bogen, schnell hier auf dem Weg dahin nochmal schnell ein paar Pfeile mitgenommen. Mal kurz mal Third Person. Wobei in der Ego-Perspektive ist es nochmal besonders. Mit dem Mittendrin-Gefühl. So, und klein machen. So, Katana legst du gleich weg. Das darfst du nicht benutzen. Messer ist angesagt. Ah, wir haben es geschafft. So. Nimm das mit. Alles klar. Rüber geht's. Scheint ja recht friedlich hier zu sein. Doch wieder so, dann kann man besser gucken. Ob schon irgendwo einer rumschleicht. Sieht erstmal ganz ruhig aus. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch einen Quad. Können wir zurückfahren. Machen wir zwar ordentlich Krach, aber macht nichts. Jetzt auch gerade richtig was hier, ne? Verlassenes Supermarkt. Vor allem jetzt gerade nach den Zombies da hinten, die ganze Zeit alles voll und jetzt hier so ganz ruhig und friedlich in der Dämmerung. So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Toilettenpapier kriegen. Oder ob es schon wieder losgeht. Ab. Aber hier unten wissen wir sowieso, das meiste gibt es oben und nicht hier unten. Also hier unten brauchen wir gar nicht so viel gucken. Bisschen durch die Regale und dann immer mal zwischendurch das Inventar aufmachen. Dann sehen wir ja, ob was in den Regalen liegt. Schon mal die Zwiebel. Die nehmen wir mit. Und wir nehmen auf jeden Fall das ganze Lager mit. Alle Pappkartons hier. Wer weiß. Vielleicht finden wir da irgendwo ein bisschen was. Ganz Besonderes. Wenn nicht, gehen wir wieder nach oben. Panzertape. Da haben wir es doch schon. Taschenlampe können wir schon mal bauen. Noch eine Rolle. Komm schon, ihr habt doch hier bestimmt, ihr verkauft doch auch irgendwie, ihr müsst doch hier Geschenkpapier haben und so Sachen. Ein paar Kerzen. Christbaumkugeln. Muss es doch hier geben.
Aber vielleicht auch wirklich nur in die Geschäfte mit den kleinen Markisen. Als einziges. Oh, Schachtelnägel kommt mit. So, das war erstmal das Lager. Zurück. Einmal durch die Regale geguckt. Da hinten liegt noch einer ganz da hinten. Der bleibt auch liegen. Oh, Angelschnur. 15 Kilo sogar. Doch nicht am Kopf erwischt. Na gut. Das mir nimmt mir zu viel Platz weg. Und davon haben wir auch schon ordentlich. Und die benutzt sind auch nicht so wichtig. Nehmen wir mal aus dem Regal. Dann kann er was Neues spawnen. Die nehmen wir jetzt mal mit hier, die eine. Passt noch. Das geht so. Hier, du kannst mir hier in den Köcher. Nee. Kannst hier mal in die Jackentasche. Die können wir in den Köcher. Zack und zack. Dann haben wir nämlich noch Platz hier auch in der Hüfttasche. So. Du kannst mal in die Jackentasche. Dann haben wir hier ein bisschen mehr den Kleinkram sortiert. Schon besser. Schon viel besser. Du kommst mal auch hier mit rein eher. Passen die da untereinander rein? Passen sie. Sehr schön. Die Wollhandschuhe gehen auch daneben. Schon besser. So, was fliegt da noch rum? Linearstern, ein paar Nägel. Brauchen wir alles nicht. Achso, und hier kann man auch überall reingucken. Sojasauce. Sowas Leckeres. Mag ich echt gar nicht. Aber egal, wer weiß, welches Rezept wir sie hier benutzen können. Haben wir noch nie welche gefunden. Das ist aber das entscheidende Kriterium. Warum man sich freut. So, zack. Zack. Schwer ist leer geplündert hier. Kürbis. Nö. Ja. Fleischsnack. Und. Jemand sauer, dass ich den letzten Fleischsnack genommen habe. Der letzte Fleischsnack. Und da ist doch wieder noch einer vor mir am Kühlregal. Da wird er immer sauer. Den letzten Fleischsnack weggeschnappt. So, warum passt ihr nicht mehr in den Köcher? Na egal. Warum könnt ihr... Ach so. Ach Mist, das eine ist... okay. Wir müssen aufhören, zwei Sorten Pfeile zu haben. Weißt du was, Metallpfeil? Du hast ausgedient. So, Spaghetti mit Fleischbällchen. Dann noch ein paar lohnenswerte Sachen hier. Bisschen Zucker. Lohnt sich ja. Wir kriegen ja noch richtig was hier auf unserer Einkaufstour. Selbst hier unten eine Gewürzmischung. Nehmen wir. Kriegen wir überhaupt noch alles mit gleich, wenn wir hier unten so viel finden, was wir oben noch finden. Wird schon knapp wahrscheinlich. Da liegt auch noch was. Was bist du? Naselnuss, die essen wir gleich. Lecker. So. Nix und nix. Was fliegt da rum? Käse auch nochmal. Ist ja ein Top-Einkauf. So, ab nach oben. Das war hinten am Lager, konnte man rauf nach oben. Ne? Einmal hier durch. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon wieder richtig gelohnt, unser Ausflug. Gut, dass wir nochmal hierher gegangen sind jetzt. So, mal gucken. Hier oben liegen, glaube ich, schon auch welche rum. Könnte ich mir gut vorstellen, auf den Gängen oder in den Zimmern. Hier war doch wieder Pfeil und Bogen bereit. Sollen wir schon mal hier aufmachen. Keiner auf dem Weg zum Dach. Auch keiner, aber die Futterautomaten. Und da ist auch was drin. Getränkautomaten auch. Auch gleich was drin. Liegt keiner hier oben rum. Gedacht, dass hier welche drin sind jetzt.
da liegt doch auch schon einer. Ganz alleine. Keiner da. Okay, zack. Nehmen wir das mit. So, da geht's weiter mit dem Futterautomaten. Gucken wir hier nochmal kurz durch. Moin. Wollte mal gucken, wie das hier so ist. Bleibt gleich liegen. Da ist keiner. Oder was zu trinken vielleicht. Gucken. Nee, die sind auch fast immer leer. So, gib uns mal den Pfeil wieder her. Ja, du kannst ihn behalten. Die haben wir. Geht's hier weiter? Und dann hat es sich gelohnt. Sollen wir noch schaffen, lebendig zurück nach Hause zu kommen. Im Halbdunkeln. Oh, lecker, noch mal ein paar Chips. Ja. Jeder abgeschossene Pfeil zählt. Mal gucken, wie viel Prozent wir gleich haben jetzt, wie viel wir sind. Oh, ich dachte, du bist ein Flitzer. Deswegen habe ich gleich geschossen. So, nächsten. Oh, was für ein lohnenswerter Ausflug. Was war das denn? Haben wir auch noch nie gefunden. Was war das denn für ein neuer Snack? Was bist du denn? Ach doch, Candy Bar haben wir schon mal gefunden. Kennen wir schon. Upp. Noch mit dem Pfeil oben im Kopf. So. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war der Supermarkt. Und unsere Tour hierher. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So. Und nur zurück nach Hause schleichen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wenn ich auf die Uhr sehe, wir müssen langsam zum Ende dieser Folge. Auf jeden Fall schaffen wir es jetzt nicht mehr zu Hause. Zurück nach Hause. Zurück nach Hause. Und deswegen machen wir es in der nächsten Folge dann zusammen. Ich würde sagen, logge ich jetzt hier aus. Und dann machen wir in der nächsten Folge das zurück nach Hause schleichen noch zusammen, bevor wir uns dann langsam auf den Weg machen, das Auto vorbereiten. Vielleicht stellen wir noch ein paar Betten vorher auf, dass wir den Innenbereich der Bahn noch ein bisschen fertig machen. Und dann steht langsam diesmal auch wirklich dann die Heimreise an. Jetzt haben wir es ja geschafft, bis hierher zu kommen. Ja, ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr zukünftig gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten freuen. Sonst bleibt mir zu sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.